Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gaming-Kellner, und heute serviere ich euch ein brandneues Let's Play à la GTA 5. Und wir schnappen uns jetzt hier die Karre und fahren zu Simeon, weil der hat wieder eine Mission für uns. Und so viel ich weiß, werden wir jetzt gleich den Michael kennenlernen, weil wir die Karre von seinem Sohn stehen wollen. Der hat da ordentlich was dagegen. So, ich habe gar nicht gewusst, dass es so einfach ist, hier durchzukommen. Statt immer über die Hauptstraßen kann man auch mal die Nebenstraßen nehmen. So, muss ich jetzt hier vorne parken. Das ist ganz wichtig, weil wir jetzt von vorne zu Simeon gehen und der beratet gerade einen Kunden. You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Something like that. Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry. It's so good. Im guten Zustand, du wirst gleich sehen, was für guten Zustand. Also Leute, das ist jetzt die Mission, die wir machen, um dann lernt Franklin endlich mal den Michael kennen. Ab da geht das Spiel für mich eigentlich, würde ich sagen, los. Das Ganze davor war eigentlich nur Geplänkel, um zu schauen, wie tickt der Franklin, was macht er eigentlich für Aufgaben, was ist sein Job und so weiter. Jetzt werden wir dann den Michael kennenlernen. Es wird ungefähr so ablaufen. Wir versuchen, die Karre zu stehlen von seinem Sohn. Michael hat den Namen von seiner Frau, glaube ich, angenommen. Oder ob Michael einfach seinen Namen geändert hat. Auf jeden Fall heißen die alle DeSanta. Nein, eigentlich heißt er Michael anders. Hey, did you change your mind? When I discovered that you betrayed me, perhaps. Genau. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. Also, der Simeon denkt jetzt, wir hätten die Karre gestohlen. Was ja auch nicht unbedingt stimmt. Aber ich habe die jetzt total falsch abgestellt. So, jetzt müssen wir in den Schleichmodus gehen. Und werden den Typen gleich kennen. Genau, es wird so ablaufen. Wir werden das Auto klauen. Werden dann losfahren und dann merken wir. Oh mein Gott. Dann merken wir, oh mein Gott, der hier sitzt ein Typ hinten in der Karre. Wer ist es? Es ist Michael. Michael wird sagen, ja, fahr mich dahin, wo du hinfahren musst. Und dann werde ich dich töten, und der verlangt von uns, dass wir direkt in Simeons Dingsens reinfahren. Und so weiter. You tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Wir müssen uns ganz langsam runterschleichen. An den Leuten vorbei. Wir werden jetzt auch gleich sehen, was da hinten ist. Und zwar flirtet der Tennislehrer. Thank you, Coach. Mit der Tusse da hinten. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Schaut euch das an, der Tennislehrer. Now just loosen up those hips. Am Ende geht's alles um den Tennislehrer. Und zwar vögelt er die. Sag ich dir. Der vögelt die. Und ab da beginnt eigentlich alles. Der vögelt die. Michael will das Haus von ihm zerstören. Es war nicht sein Haus. Es war das Haus von irgendeiner Bekannten, von so einem Mafia-Boss oder so, der verlangt 2,5 Millionen, und dann da beginnt das ganze Bankraubkredit.
Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Woof. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Wir sollen ihn einfach dahin fahren. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Also, Leute, er wird jetzt gleich was verlangen. That the place? Yeah, this the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Ich finde, das ist schon eine krasse erste Begegnung von den beiden. Der verlangt, dass wir in die Scheibe da von reinfahren. Bam, Alter, so läuft es. Damn! Franklin! Jetzt ist Geld. What the fuck are you doing? Michael. Mr. Sim. Und müssen ihn exactly entschlägern, weil er einfach ein verfickter Bastard ist und Schläge braucht. Get out of here, kid. You motherfucker! See now? Bam, treten. Und dann nochmal in die Fresse, nochmal in den Bauch. Dann treten, treten. You think you could take me for a ride? Komm, schlag zu, schlag zu. Zack, zack, zack. Boah, bam! You recognize this car? Schon Geld gekonnt hat, muss man sagen. Keinen einzigen Schlag von ihm abgekriegt, gell? Boah. Schau, der Typ ist der Einzige, der so viel bei einer Schlägerei verträgt. Draußen, du schlägst einmal Leute, ein Typ, gleich tot. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Und was schlägt der, Alter? Don't make me der Michael, Alter, der ist so cool, aber was ich scheiße finde, der rennt langsamer als alle anderen und sonst ist auch scheiße. So, der Michael, wir haben den Vorteil bei Michael, der hat die Kohle. Da kommst du nicht ran. Nickerchen im Grünen, 84%, schon nice. Dann eine E-Mail von Dr. Friedlander, bei dem wir vorhin waren. Und wir werden jetzt Taxi mit Jungs anrufen. Chad's having a bash of his. Yeah, hey, I need a cab. Not a problem. A driver's on the way. Great. Also wir können jetzt theoretisch das mit Franklin und Michael Mixer machen, wir aber nicht. Wir werden jetzt erstmal, bis das Taxi kommt, was wir bestellt haben. Da ist schon eins. Schön. So, Amanda hat uns gerade eine SMS geschickt. Schlägerhaltung und so ein Gedöns, okay. Was ist? Ja, wir fahren zu Michael nach Hause. Rockford Hills. Da kann ich wenigstens ein bisschen labern, da soll sich beeilen. Let's go! I guess you're in a hurry. Wir können theoretisch überspringen, die Fahrt ist aber teurer. Wir können auch theoretisch das Auto klauen und damit unser Geld verdienen und selber als Taxifahrer, haben aber keinen Bock drauf. Der soll uns einfach nach Hause fahren. Ah ja, wenn man irgendwo rumfährt oder so, kann man, wie gesagt, so Mission machen, um Kohle zu verdienen, sprich, Auto, Dieb oder so stellen und dann die Kohle nehmen oder einfach Leute ausrauben.
ein Bank, wie heißt das, ne, so ein Goldtransporter ausrauben. Kann man alles Mögliche machen mit dem Spiel. Ich finde das eigentlich relativ geil. Wenn wir dann alles mal freigeschaltet haben, wird das really nice. Und später werden wir dann den Trevor steuern, wird es auch geil, weil ganz einfach, da haben wir so viele Missionen. Wir haben dann auch einen Flugplatz, wo wir dann Missionen erledigen können. Der Trevor, der hat 100 irgendwas 1000 gespart für seinen Traum, hat sich dann so einen Flugplatz gekauft. Und dann dieser, das können wir Missionen erledigen, das heißt, ja, wir können Drogen liefern, 5000 kriegen wir, wenn wir, wie heißt es, 5000 kriegen wir, wenn wir mit Autos oder so liefern, und mit dem Flugzeug kriegen wir dann 7000, das heißt, dann können wir auch schon ein bisschen Kohle verdienen, und mit 7000 oder 5000 ist es dann schon nice. So, ich gehe jetzt einfach aus, ohne bezahlt zu haben, gehen Unterschlupf und dann wieder alles in Ordnung ist, weil dann die weg sind. Ich habe nicht bezahlt, das ist der Vorteil. Wenn du ein Taxi nimmst und dann wirklich, der soll dich nach Hause fahren, spring vorm Haus raus und renn rein in deinen Unterschlupf. Dadurch sparst du dir Kohle, du bezahlst eigentlich hier gar nichts dann. Das ist der Vorteil. Und der Typ, der Michael, der hat die Kohle im Moment. Der hat echt die Kohle. Der hat, was weiß ich, 7.000, 8.000 in der Tasche oder so auf der Bank. Weiß ich auch nicht, wie viel er da hat. Der hat echt die dicke Kohle. So, dann geht's weiter. Nächste Mission. Michael. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da machen muss mit Michael. So viel ich weiß, muss ich da mit Franklin eine Mission machen. You're such a fucking dictator! Ach so, nee. Jetzt kommt dann gleich wieder Franklin angedackelt. He is not staying the night. He's a god. Alter, die Kiste hat echt einen Arschgeweih. Was ich schade finde, so viel ich weiß, gibt es ja keine Jahreszeiten, und da ist es schon ein bisschen schade. Eieiei. Der lässt sich gut gehen und dann wird auch trotzdem scheiße, wenn er nach Hause kommt. Und jetzt gibt es so ein Fitness. Hahaha. Franklin hat sich sogar umgezogen, Alter. Who you want? Gibt's ja nicht. Man, I'll come by for that. Der hat auch schon einen komischen Style. Der zieht irgendwie. I wasn't really serious about that. Ein Hemd, ein paar Pullover. You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. Hey, wir sind in Rente und so ein Scheiß. You look like das kann ich dir morgen nicht so richtig abkaufen. If you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. Hört sich dann nice an. Capitalism. Du kannst Leute, hm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. Yes, I never saw myself as just a fucking pest. So, was wir jetzt genau machen? Today's lesson's all about humility. Jetzt kommt ja die Mission, glaube ich, mit dem. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Oh, wie heißt denn das? I just lost in the 80s. Sein Sohn, Boot wird geklaut, und keine Ahnung. Nein, das kommt später. As much as I can. So that's why you're being by. Genau, die wollen was trinken gehen. Maybe I'm here because I'm just an idiot.
thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this thing. Weiß ich gerade gar nicht, und dann müssen wir dem helfen. Und Franklin unterstützt ihn dabei und sagt, ja, wir sind ein gutes Team. Und keine Ahnung was. So, bevor ihr ihm jetzt das Bier spendiert, verabschiede ich mich bei euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen hoch da, einen Kommentar oder abonniert mich. Würde mich freuen. Bis dann, euer Gaming-Kellner.